Ruhe! Der Faktencheck war deswegen ein Erfolg, weil wir unsere besten Argumente ins Land verbreiten konnten. Aber nur deswegen. Leider, das muss man sagen, hat die Landesregierung die Bahn AG aus Angst vor Baustopp und Gesichtsverlust sind nicht in der Lage gewesen, dazuzulernen. Sonst hätte sie hier von Stuttgart 21 Abstand genommen, weil wir haben gesagt, dass es strukturelle Probleme sind hier, den beiden Projekten, die man nicht einfach wegverbessern kann. Das heißt aber für unsere Bewegung, dass der Widerstand gegen Stuttgart 21 natürlich weitergeht. Ja. Am Donnerstag am 18. Am Freitag gibt es auch nochmal eine Versammlung.